ich theoretisch eigentlich wieder beim Einkaufen anstöpseln. Jetzt ist aber Samstag 10.40 Uhr. Das ist eigentlich etwas, was in meinen Plan so gar nicht reinpasst. Also viele interessieren sich für ein Elektrofahrzeug. Doch oft hört man, das kann man nur machen, wenn man auch eine eigene Lademöglichkeit hat. Was ist mit den ganzen Mietern in der Stadt? Ich fahre nun seit 3 Jahren rein elektrisch und habe keine eigene Lademöglichkeit. Ich bin Mieter im 4. Stock und nehme euch jetzt mit eine Woche in den Alltag eines Laternenparkers und Laders. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Tag Nummer 6 und damit Samstag. Wir haben heute, jetzt ist er gerade umgesprungen, 88, jetzt 87 Kilometer Reichweite. Ich habe den Tripzähler schon genullt. Wir haben minus 1 Grad. Und er steht aber hier immer noch auf 53%. Wie gesagt, das mit den Kilometern, das ergibt sich immer daraus, muss er gerade viel hochheizen, ist er gerade noch kalt, ist wie gesagt, sind die Elektronen im Akku noch träge oder ist der Akku schon auf Betriebstemperatur? Und das kommt ja unweigerlich während der Fahrt. Das ist ja halt so eine extrem Kurzstrecken, haben darauf eine höhere Auswirkung, aber ich glaube, das ist, also wie gesagt, in meinem Alltag spielt das eigentlich keine Rolle, weil wie immer da, wo er steht, wird er eigentlich auch aufgeladen, außer jetzt hier zu Hause. Ich habe hier 300 Meter weiter habe ich eine Ladestation, aber die peile ich eigentlich schon seit vielen Jahren oder seit mindestens 2 Jahren gar nicht mehr an. Die habe ich am Anfang regelmäßig angepeilt. Jetzt bin ich aber gerade im Winter auch echt zu faul, da die Straße runter zu latschen und dahin zu laufen. Jetzt legt er langsam los mit der Lüftung. Man kann es, glaube ich, hören. Ich lasse es bewusst mal an, weil es soll ja so ein bisschen zeigen, so wie der Alltag aussieht. Und ja, jetzt spreche ich hier 2 Minuten in die Kamera, aber ich kann eh noch nicht los. Ich muss eh noch auf Frau und Kind warten, weil wir bringen heute das Kind zur Oma. Und ja, einmal quer durch die Stadt durch. Wir werden wahrscheinlich insgesamt auch wieder so 40, 50 Kilometer. Ich denke mal, wir werden noch das ein oder andere einkaufen müssen und dann würde ich theoretisch eigentlich wieder beim Einkaufen anstöpseln. Jetzt ist aber Samstag 10.40 Uhr. Ob wir da einen Ladeplatz bekommen beim Discounter, das ist die große Frage, weil dann sind die Dinger ja eigentlich immer voll. Dann ist da Schlagabtausch, dann gibt man sich da die Pistole in die Hand. Und ja, welche Alternativen es gibt oder ob wir überhaupt laden oder ob wir nicht laden, weil wenn wir 40 Kilometer fahren, dann haben wir nur noch 40 Kilometer Rest. Das ist eigentlich etwas, was in meinen Plan so gar nicht reinpasst. Also was ich so eigentlich ganz gar nicht gerne nutze. Und dann werden wir mal schauen, inwiefern das klappt. Gut, legen wir los, würde ich sagen. So, also ich muss mit der Frau jetzt sowieso noch was einkaufen und natürlich ist jetzt die Ladebox so offen, aber 65 Kilometer nach insgesamt 14,8 Kilometer und wir, wie man sieht, haben Glück. Wir sind einfach hier an dem Lidl vorbeigefahren und ich habe halt eben von der Straße aus gesehen, dass der Ladepunkt frei ist. Also anstöpseln. Mal so halten. So, für mich ist nicht wichtig, dass die Ladesäule kostenlos ist, wie jetzt hier noch der Fall ist, sondern nutze halt einfach nur gerne die Ladeinfrastruktur und ich wäre halt natürlich auch bereit, dafür etwas zu bezahlen. Dass sie halt kostenlos ist, macht sie halt einfach wirklich wahrscheinlich unlängst stärker frequentiert, als wenn sie kostenpflichtig wäre. Daher ist es umso mehr ein Glück, dass man am Wochenende dann doch mal einen freien Platz findet. Gut, wir gehen einkaufen und dann melde ich mich wieder, mal einen kurzen Zwischenstand geben, wie viel wir dann jetzt geladen haben, wie lange wir unterwegs sind, wie lange wir einkaufen sind und dann schauen wir weiter. So, 20 Minuten eingekauft, 27 Minuten hat er gebraucht, bis er voll ist, aber ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie ewig zu warten. Und ja, er ist jetzt bei 90%, 161 Kilometern Reichweite. Jetzt geht es wieder nach Hause und das reicht ja dann gleich wieder,
ein paar Tage. Also von daher. So, zack, zu Hause noch Restkilometer 151. Jetzt sind es insgesamt 28,8 Kilometer. Wie gesagt, ich zeichne am Ende der Woche, mache ich mal so eine Zusammenfassung, zeige mal so die ganzen Wege auf, die ich gefahren bin, dann kann man das mal zu sehen, weil ich glaube, die wenigsten sind sich tatsächlich bewusst, wie wenig Kilometer sie eigentlich fahren. Ja, natürlich kannst du städtischen Verkehr nicht immer auch auf ländlichen Verkehr ausdehnen, aber dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel Kilometer verbraucht denn so ein E-Auto eigentlich bei 0 Grad und wie sieht es denn eigentlich aus? So, wir haben jetzt noch 84% im Akku. Wie gesagt, 90% hat er gehabt, wo wir gestartet sind. Hat er natürlich wieder hochgeheizt und sowas. Ganz ausgekühlt war er nicht. Sitzheizung auf zwei Plätzen, Lenkradheizung und so weiter. Radio, alles an. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen in der einen Woche eines Laternenladers. Und tja.